Das war mal eine Überraschung in der letzten Folge von Baldur's Gate 3. Dass man gedanklich irgendwie in den verfluchten Schattenlanden denkt, da an Teufel und Schariten und sonst was. Und dann passiert mal was ganz anderes. Ja, interessant. Was denn so dazu sagen? Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Oh, gar nichts. Okay. Interesting. Soldier. Anscheinend nicht. Okay. Vielleicht sind sie auch nur sehr diskret. Ist ja auch nicht verkehrt. Also sind wir hier schön zurück in Bloodborne. Das ist echt komplett Bloodborne hier. So. Die Reihenfolge ist verkehrt. So, das gecastet, das Band. Ich würde sagen, das, was ich mit ihm anfangen soll, weiß ich halt echt nicht. Vielleicht komme ich auf dem Rückweg nochmal vorbei und versuche mal irgendwie besänftige Personen und diese Sachen. Aber jetzt geht's erstmal hier in das Mausoleum, in die Gruft. Das wird, glaube ich, auch spannend. Ich habe das Gefühl, es wird öfter spannend in Baldur's Gate. Da gibt es öfter was zu tun, ne? Falscher Weg. Irgendwie scheinen hier öfter Sachen zu passieren. Das ist echt ein schönes Spiel. Sigils. Attempts to restrain Lady Shah's power, perhaps. Failed attempts. Überfüllte Katakomben. Zustand. Dieser Bereich ist mit den Knochen der Toten überfüllt. Der Zauber Tote beleben, Skelette erfordert kein Skelett, um die Toten in diesem Bereich zu erwecken. Ja, wir können einfach mal. Skelette erwecken ist ja nicht, aber es gibt doch. Tote erwecken. Ist das so ähnlich? Tote beleben. Aus einer Leiche. Zauber ist nicht vorbereitet. Könnte man ja in Betracht ziehen. Heilendes Wort brauchen wir, Segen ist gut, Blindheit, spirituelle Waffe, schützendes Band, Tageslicht. Tageslicht brauchen wir hier nicht. Können Sie mal probieren. Wo Tote beleben, ist, glaube ich, das wirklich, da braucht man eine Leiche. Das andere ist recht spezifisch, stand da ja Skelette. Zauber Tote beleben. Doppelpunkt Skelett. Das heißt ja auch Tote beleben, aber ohne Doppelpunkt Skelett. Wir können es einfach mal ausprobieren. Also jetzt noch nicht. Keine Ahnung, wie lange der mir folgt oder so. Ist die Rüstungsklasse 20, 17, 16, 19. Ist eh nicht so schlecht bei Mira 19. Eisenzaun, ja. Gut. Da geht's wohl rein. Zirel, Minthara, whoever you are, leave. I shall carry out General Form's will alone. Also Nair und Minthara gibt's schon nicht mehr. Not wanted, not needed. Leave. Also entweder nutzt sie das als Walkie-Talkie oder sie ist halt This hinüber. Place is not for you. Go no farther. Here lies Melodia Thorm, beloved wife and mother. E Armiel Tellere Manon here. Catherick Thorns Tagebuch.
Das ist wichtig, glaube ich, die ganze Catholic Thorn-Geschichte. Ein Tagebuch, das sich über Jahre erstreckt. Es beginnt mit der Geburt eines Kindes und endet in einer Reihe von Tragödien ohne Datumsangabe. Wie kann sie fort sein? Wo ist sie hin? Die Mondmaid kann nicht so gefühllos sein. So grausam. Nicht ihrer treuesten Dienerin gegenüber. Nicht nach Melodia. Es ergibt keinerlei Sinn. Keinerlei Sinn. Ich werde das nicht überleben. Das weiß ich. Vergessen ist die einzige Möglichkeit. Die Umarmung des Nichts. Der Trost der völligen Leere. Wie soll ein Mann überleben, wenn er weiß, was er weiß? Wenn er weiß, was verloren gehen kann? Schar begreift das. Ihre Gnade ist das Einzige, was ich begreifen kann. Mein Verstand ist voller Löcher und doch sind es nicht genug. Die Leere, die Zeit, das Nichts. Und doch erinnere mich noch an alles. In diesem pochenden Herzen gibt es keine Gnade. Und es gibt im ganzen Leben keine Gnade. Das ist aus einer persönlichen Tragödie heraus dann durchgedreht. Tempelkarte. Eine handgezeichnete Karte von Proben der Schar. Das Labyrinth der verschlungenen Kammer und Gänge erstreckt sich über mehrere Ebenen. In ihrer Mitte erhebt sie eine riesige Statue der Schar. Hier und dort sind Anmerkungen in gezackter, krakeliger Handschrift, Balthasars Forschungsnotizen. Intakter Flügel, Stätte der Proben. Zerstörter Flügel, irgendeine Präsenz. Bericht von seltsamen Geräuschen. Ratten. Warum so viele verdammte Ratten? There's something deadly sealed inside it. Time to press ahead. Ja, sehr schön ist es hier. Look carefully. There's a trap. I'm sure of it. Lady Shah's presence is near. Wo ist die Falle? Marmorplatte. Okay. Da ist ein Knopf. Türme des Mondaufgangs. Kummer. General. Geht. Speicher mal. Bitte geht nicht auf die Falle. Be wary. Not so much. This place is trapped. The trap's been disarmed. Or broken. Open this cage, you munting asshole! Was? Wer? Gut, dass du es aber ausprobiert hast, Lizelle, und da drauf gestiegen bist. Da ist jeweils ein Knopf unter den Bildern. Also muss man die in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren. What is this bright tower? Strange. Mondplatte. A trap. Time to dance. Fallenpunkt. Ja, ihr lauft auch auf jede Platte drauf, mal ernsthaft. Zum Glück sind die anscheinend nicht scharf, aber das ist auch. Fingerfertigkeit, wenn ich mir das angucken möchte. Jetzt habe ich ihn geklickt. Die Deluxe-Würfel sind so hässlich. Meine Herren. Eine 2? Kann ich normal würfeln, bitte? Ist jetzt kaputt gegangen, als ich mich draufgestellt habe? Was ist denn hier los? Wer auch immer dieser Elf ist, er befähigt eine Armee von Scheinern. Das wird wahrscheinlich der Catherick Thorn sein. In seiner Totenkopfrüstung. Das ist übrigens immer ein gutes Zeichen. Jetzt nehme ich diese Fall nicht mehr ernst und gleich geht's hier los. Was muss man in der richtigen Reihenfolge aktivieren, wie das halt oft ist? Vielleicht die Geschichte. Erst war der Kummer, dann wurde er zum General und dann ist er zu den Mondtürmen gegangen. Oder so. I don't know.
Sosun Elg Oloth. Here lies Isabel Thorne. Kethric Thorne had a daughter. I wonder what happened. Sie ist gestorben, das haben wir in dem Tagebuch ein bisschen gelesen. Also, das wäre meine Vermutung, die Knöpfe in der Reihenfolge zu drücken, aber wir können uns erst noch ein bisschen umschauen. Bones everywhere. Someone's been engaging in dark rituals here. Ja, das sieht wohl so aus. Zählt nicht mal als irgendwas. Rucksack, Kethric Thorns Tagebuch Teil 3. Ich lese jetzt mal Teil 2, wahrscheinlich da hinten ist. Na, gut, sieht es da unten drunter aus. Dass ich wenigstens in der richtigen Reihenfolge lese. Also das war das erste Tagebuch, Kummer. Vielleicht hängt es auch einfach von den Tagebüchern dann ab, was halt die Reihenfolge die Sinn ergeben würde. Fleckiges Buch. Ich sollte dieses Symbol wissen, aber die Bedeutung evades mich. Das sind nicht die Schlauesten, ne? Alle vier haben, glaube ich, schon ihren Wurf gemacht, leider. Und die ganz schlauen Leute haben wir nicht dabei. Eine kleine Notiz schmiegt sich an den Rand eines Buchs, in dem nekromantische Riten beschrieben werden. General Thorns Befehle waren eindeutig. Um in Erfahrung zu bringen, was hinter diesem Mausoleum liegt, muss man in seine Fußspuren treten. Tat um Tat. Von Pracht zu Tragödie zur Schande. Wie er einst sagte. Okay, Pracht wäre eigentlich General, Tragödie die Tochter, Schande die Mondtürme. Pracht, Tragödie, Schande. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ja. Also wir gucken mal, was im Tagebuch Nummer 2 steht. Wir versuchen dann, die richtige Reihenfolge zu drücken. Bebende Lazulit. Das ist ein Nothic-Auge. Karabasans Geschenk. Belebender Umhang. Du erhältst 7 temporäre Trefferpunkte, nachdem du im Nahkampf Zauber gewirkt hast. Das ist ja eher was für unsere Shadow Heart. Fiel der Name eben nicht ein. Deswegen habe ich so komisch geredet. Shadow Heart. Das haben wir eben noch aufgehoben. Wie hieß denn das? Das hieß doch irgendwie noch anders. Oder vielleicht sofort einsortiert, weil es irgendwie was zu essen war. Me? Hier ist das zweite Tagebuch. Wo ist das zweite Tagebuch? Das habe ich eben gesehen. Da. Da vorne. Meludia würde es verstehen, würde sie mein Ziel kennen. Auch sie hätte sich unter diesen Umständen wohl Myrkul zugewandt. Unser Schatz wird wieder leben. Was wäre ich für ein Mann, würde ich nicht um ihretwillen die ganze Welt niederbrennen. Okay. Machen wir das, die Reihenfolge. Also im ersten bricht er über den Tod. Hier will er sie irgendwie zurückholen. Pracht, Tragödie, Schande. Die Schrift da hinten gibt halt eine Reihenfolge vor. Aber vielleicht muss auch in der Reihenfolge der Tagebücher vorgehen. Das Vergessen will mir in dieser endlosen Dunkelheit nicht gelingen. Balthasar ist meine eigene Quelle des geringsten Trosts. Der Gedanke, dass sie mir vielleicht zurückgegeben wird. Wenn das Vergessen scheitern kann, welche Verteidigung haben wir denn gegen den Tod? Keine, außer ihn zu beherrschen. Balthasars Worte haben sich noch nie derart vielversprechend angefühlt.
Beleuchtung ist auch super cool. On my way. On my way. Von der Pracht zur Tragödie zur Schande, oder? Sagt er. Die Frage ist natürlich, was ist da die Schande? Ich gucke es nochmal nach, weil ich zu doof bin, mir Sachen zu merken. Pracht, Tragödie, Schande. Tragödie ist der Tod seiner Tochter. Da ist er vor den... Empfindet er das als Schande, dass er die angegriffen hat? Hat er das gemacht, um seine Tochter zurückzubekommen? Ich glaube, das ist es halt. Das ist die Pracht. Das ist die Tragödie. Und die Schande ist, dass er die einen angegriffen hat. Also er war damit vielleicht selber nicht hundertprozentig einverstanden, aber dachte, dass es unbedingt notwendig sei, um seine Tochter zu retten. Probieren wir das. Pracht. What is this bright tower? Strange. Tragödie. Schande. War anscheinend richtig. Wow. Traversal Edelstein. Brauchen wir unten auch das? Oder darf ich meine Waffe wieder anlegen? Okay. The Gauntlet of Sharp. Before my very eyes. The Dark Lady guided me here. She wanted me to find this place. Die Proben der Schar. Nicht lang gehen. Da auch nicht. Da bin ich aber gespannt. Es klingt ganz so, als würden wir auf die Probe gestellt. Ich habe meinen blitzschnellen Verstand sofort erfasst. Muss ich nicht mal deine Waffe rausholen? Sehen wir ein bisschen mehr. Haben wir den Lichtzauber noch? Danke. Don't waste a step. Obwohl die Schar vielleicht nicht so begeistert davon ist, vielleicht sollten wir alles dunkel machen. Offer your pain to Shah's embrace. Hear the night song. Oh, Night Song, das ist doch, was wir eigentlich auch schon vorher mal gesucht haben. Wandelt vom Licht in die Dunkelheit, schenkt euer Leben den Schatten. The answer lies in darkness. Shah's warriors must not be caught, must not be tricked. Only loss awaits the unworthy. The voice. Is that Shah herself who speaks? Okay, dürfen wir irgendwie kein Licht haben?
The answer lies in darkness. Mit Lichtzauber und vielleicht auch Lathanders Licht. Okay, nee, auch nicht. Nicht so einfach jedenfalls. Schatten gehüllt, zwei Züge lang. What's next, I wonder? Onward. Das eventuell noch daran, dass ich die Waffe habe, oder ist das einfach nicht das, was von mir gefragt ist? Wanna dance? Is that blood? No, never mind. Okay. Das ist es nicht. The answer lies in darkness. Geh doch mal da außen lang. Gucken wir uns erstmal hier nach oben. Hotfoot, Hotfoot, place is trapped. Da kommt was raus, aber es ist noch nicht der Auslöser. Wir hätten die höchste Wahrnehmung. Nochmal. Wahrnehmung da. Karlach und Schattenherz. Okay. Das ist eigentlich eh diejenige, die ich Ahnung haben müsste am meisten. This will be fun. Ganz schön viele Fallen hier. Oh, 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 oh. Viel. Wie viel haben wir eigentlich? Entschärfungswerkzeuge. Es braucht eins. Wie viel haben wir? Wenn es nicht sein muss, nehmen wir mal nichts aus den Gräbern hier. Ich dachte, hier geht's weiter, deswegen das entschärft. Da hätte ich einfach drüber hüpfen können. Also das Gold muss vielleicht auch nicht sein. Aber Gegenstände sind das Wichtige. Wenn ich alle. Kann ich die. Verlöschen. Das bei allen mache, kommen wir hier wahrscheinlich weiter. Best be on my way. Hotfoot, Hotfoot, place is trapped. Knack unmöglich. Some sort of magic block in the way. Ja,
Ja, geht doch mal bitte nicht zu nah dran vorbei. Das Thema hatten wir schon, Kinders. Bist du wie fun. Okay, da geht's aber erst nachher weiter. Immer der Reihe nach. Let's see what this does. Warum geht's denn so wild im Kreis? Warum geht's denn dahin? Okay, es reicht immer noch nicht aus. Auch noch ausmachen hier draußen. Ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, ehrlich gesagt. Oh, das ist aber neu jetzt hier. Ah. Ah. Jetzt hat man die Ringe gesehen. Na, stopp, man hat den Ring gesehen. Welcome, child. Follow my voice and prove your worth. Ui. Mal ganz kurz gucken, was auf den jeweiligen Seiten da noch ist. Sind alle drei. So, es sind jetzt verschiedene Türen aufgegangen. Also es spielt auch eine geile Atmosphäre. The rain of night comes in a thousand falling leaves. Nicht da reingehen, bitte. Das ist nicht so schlimm, man kriegt keinen Schaden, aber... Gauntlet of Shah. I can't believe it. I can't believe we found the Dark Lady's sacred crucible. Okay. Das ist der Ort, an dem ihr dunkle Justiziarin werden könnt. Sagt mir, was ihr von dem Ort wisst. The Gauntlet of Shah is no ordinary temple. It is the highest test of the Dark Lady's faithful. To judge if they are worthy of becoming a Dark Justiciar. The Gauntlet has double meaning. It speaks of the ordeals to be overcome, and of the armor-clad fist of Lady Shah that would embrace the worthy. Survive the crushing gauntlet, and be embraced by the Nightsinger at its very core. The old ways were lost over time. Now some claim the rank simply by killing a single Saloonite. But before, they were a true elite.
Many would attempt the trials, but few would succeed. Und hierzu auch eine Meinung? Shah's spirit lingers here. The air's thick with lies and trickery. Ich möchte über uns reden. Ah, nicht jetzt. Was ist auch nicht wirklich notwendig, oder? Down here. It's like this place wants to be forgotten. Schatten sieht auch richtig cool aus. Okay. Dann geht's wohl. Er sagt eigentlich irgendwelche Sachen immer. Auch ein bisschen. Da bin ich auch ein bisschen verwirrt. Upends. Somehow, in the decayed soup of this creature's brain, a tadpole lives. Another presence nurtures it, manipulates it like a puppet. No, you do not belong. This is the Dark Lady's house. She is no use for old, faithless bones. You plunder! You meddle! You upset my plans. Leave. Zu wem gehört das? Die werden anscheinend über die Larven kontrolliert. Drei Leichen teilen eine Persönlichkeit. Mit wem oder womit rede ich hier? Verschwindet, rede ich nicht mit Knochenhaufen, Bade. Ich habe gehört, dass man aus Knochen Instrumente machen kann, aber das ist jetzt einfach lächerlich. Ich frage das Erste. Drei Leichen teilen eine Persönlichkeit. I am the creator. I saved them from life. So nett. From death. From their skin and their flesh. Now they serve me. Leave before. Before? Stupid worm-infested cockhead! You have awoken the shadows! My forces are split. The defenses are thin! Rally on me, a wall of bone and blade against the darkness, now! Why did Lady Shah's dead attack? Am I being tested? Okay. Wir kämpfen mehrere gegeneinander. Was haben wir denn hier? Wir haben die wandelnden Schützen, wandelnden Duelland. Wir kämpfen die gegeneinander? Die sind grau. Feinde sind die. Justitia Nachtwebe. Und die sind jetzt unsere Feinde. Sind das denn auch irgendwie Zombies oder sind das richtige Justiziare? Die. Gerard war auch nicht ganz sicher, was das hier alles soll. Okay, fangen wir an. Hilft ja nichts. Rumrätseln. Erstmal Blessing. Level 2. Wie gefährlich sind die wohl? 38, 34. Überschaubar, oder? Dann schätze ich die aber auch komplett. Karlach, komm mal hoch.
60, 70. Kümmern uns erstmal um die hier. Ganz kurz, wenn ich Mira auswähle, kann ich irgendwie angreifen. Oder mein Schwert erstmal singen lassen. Dann haben wir auch eine höhere Trefferchance. Okay. Okay, sind wir einfach mal hier mit Resistenz gegen alles, außer gleißend. Vielleicht muss ich das auch nochmal auswählen dann gleich. Keine Aktion mehr. Ach ja, ich habe ja gerade Siegen gemacht. Gleißender Schaden ist wohl gleich angesagt. Fernkampfangriff. Oh, ordentlich getroffen. Jetzt davon, wenn er auf mich losgeht. Zu dunkel ist es da. Das Dunkel ist eigentlich nicht. Vielleicht ist das hier noch irgendwie Dunkelheit. Aber ist da nicht zu dunkel. Niederstrecken. Warum nutzt sie denn Niederstrecken? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich falsch rum. So. Carla hat einen Rettungswurf bestanden. Für mich ist das verkehrt rum. Nee, das ist doch schon Niederstrecken, falls jetzt da was danach kommt. Damit das ihn trifft, gleißender Schaden. Okay, doch richtig gesehen, das ist die Reaktion davon. Ich kann mit Gründer bloß mit dem Namen nichts anfangen. Okay, vielleicht wird der Kampf doch noch interessanter und ich brauche doch noch meine anderen Sachen. Jetzt erstmal auf die auf dieser Seite. Wie kann ich die casten? So weit? Tat. Kurz gucken, welche Klasse sind die eigentlich? Auch Untot. Kann ich gleich mal Untote vertreiben? Vielleicht, wenn es zu viele werden hier. So, Karlach, haut die jetzt mal bitte kaputt hier. Danke. Und nochmal. Sehr gut. Wir haben sogar noch diesen gleißenden, ja,
Brandmarken des Niederstrecken. Wollte ich es nicht werfen, wie ich es unterbrochen ist. Warum ist der Weg unterbrochen? Muss sie irgendwie hier... Lebendiger Schatten. Was ist denn jetzt gerade passiert? Der verliert den ganzen Resistenzen, wenn der zu sehr im Licht steht. Welches Licht strahlt sie denn aus? Segen von Zelun? Den Lichtzauber, den ich bekommen habe? Wir leuchten alle, das muss der Segen von Zelun sein. Aber die hat sie doch selber auch. Na egal, jetzt müsst ihr doch werfen können, oder? Nee. Wir werden halt nicht, dann machen wir es im Nahkampf. Das andere ist halt eigentlich besser. Ich gehe mal darüber und helfe denen. Solange sie die ablenken, ist eigentlich ganz gut. Aber. Und doch, ich kann sagen, wir haben es nicht verloren, haben sie doch. Sauber. Guck mal hier hin, ob die sich miteinander beschäftigen kann ein bisschen. Schaden. Beschäftigen sich schon mit der spirituellen Waffe. Okay, vielleicht müssen wir irgendwie. Ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir die irgendwie ausschalten. Zumindest der hier ist weg. Oder muss man in der Nähe stehen mit dem Licht? Ist ja trotzdem neu gekommen. Natürlich noch überlebt. 3. Sehr gut. Nee, von hier aus nicht angreifen. Was ist denn das für ein Käse? Time to meet your maker.
Okay, das hier haben wir auch vorbei. Gar nicht so schlecht aus. Und weichen auch ganz gut aus. Der ist jetzt auch vorbei, da. Ja, endlich. So, kann ich jetzt vielleicht das werfen? Fehlschlag. Das reicht leider nicht aus. Kaum auch rübergespurtet. Ah, hier geht's wieder sehr. Verlockende Dunkelheit. Ne, stopp. Ich wollte den hauen. 95% sogar. Was war das? Wir haben bei unserem nächtlichen Duell die ganzen Heiltränke weggetrunken. Die sind auch in irgendeiner Tasche. Alchemisten wollte sie nur Zutaten, oder? Würfel. Ja, brauche ich noch keine kurze Rast. Wo kam die denn plötzlich her und warum vor allem? So, Karlach muss man auch wieder ihre Waffen einsammeln, die sie rumgeschmissen hat. Der Abrechnung.
Unerwartet. Unerwarteter Name für den Bogen. Dunkelschleierpräzision. Der Träger erhält einen Bonus von 1d4 Fernkampfangriffe, während er von Schatten verschleiert ist. Aber auch so Waffenverzauberung plus 2. Der blaue Bogen. Haben wir reingesammelt eben. Haben wir den liegen lassen. Da in der Kiste. So. Nicht mitgenommen. Sehr witzig. Sehr witzig. So. Hat sie keinen Bogen? Okay, 4 bis 9. Wie viel würde sie denn damit machen? Ist sie nicht geübt in Bogen? Bis 12. Macht die Armbrust 6 bis 11. Macht das. Wo macht es denn so wenig Schaden damit? Bis 13. Warum macht sie so wenig Schaden? Der Stichschaden hat nur, wenn sie in Schatten ist. Dann wird jetzt hier komischerweise mal nicht dazu gerechnet. Dabei wird sogar dazu gerechnet. 4 bis 9, 4 bis 9. 6 bis 11. Sie macht halt mehr Schaden damit. Vom Grundschaden her schon. Der Angriffsbonus hat Shit, weil es damit nicht geübt ist. 3 bis 8. Da kriegt sie noch den Siegermal drauf. Drei bis 10. Die Waffenverzauberung plus 2 ist halt super. Damit trifft sie halt gut. Ich glaube, das ist so nicht schlecht. So. Ups, hier ist noch jemand rot. War jemand nur bewusstlos, weil ich mit dem Knauf am Ende getroffen habe, oder was? Besser nicht. So, wir haben jetzt hier vorne was. Und zwei Seitenflügel. Erstmal kurz schauen, was hier ist. Hier geht es nämlich, glaube ich, noch nicht weiter. Wissen wir schon mal, was hier vielleicht gefragt ist. Sehr interessant. Podest der Abrechnung. Oh, alter Altar. Und an Traverse. So many must have toiled to make a visage so grand. It's beautiful. Hmm. Don't have anything to put here. Upon the altar is an inscription. Brave the gauntlet of your Lady Shah, surmount her trials, and rise a dark justiciar. The gauntlet of Shah. This place is legendary. Even with half my memories locked away, I still remember the stories. The Dark Lady's finest warriors arose from this place. Now I'm here. Nach den Prüfungen fragen. In order to join Lady Shah's elite, you had to pass her trials, then make a sacrifice in her innermost sanctum. One revealed only when you've proven yourself. Very few made it that far. I've dreamed of this place. This is my destiny. I must complete the trials. Was bedeutet es, dunkler Justiziar zu werden? What does it mean?
It means we'll have power. Power we can use to take on the Absolute and rid ourselves of these parasites, once and for all. If I become a Dark Justicia, I'll have Lady Shah's highest blessing, and her arsenal at my disposal. This will be good for all of us. Let's explore. Was passiert gerade mit der Kamera? Ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns in der nächsten Folge hier noch weiter um. Ich denke mal die Seitenarme ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon weiter muss. Aber ich erkunde erstmal links und rechts das noch. Und dann muss man hier was einsetzen, den Edelstein benutzen und die Proben von Shah erledigen. Finde ich übrigens sehr spannend. Sehr atmosphärisch, sehr cool. Ich glaube, das wird noch richtig gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.